Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, neues Semester, neuer Zeitpunkt, um über Literatur fürs Studium zu sprechen. Eines der beliebtesten Themen für die Staatsexamensprüfung, Magisterprüfung, Bachelorprüfung ist die Jugendsprache. Das sagt sich immer leichter her, weil alle irgendwie eine Idee davon haben, was Jugendsprache sei, wo sie hingeht, wie sie sich hin entwickelt. Und häufig genug hat man gehört, dass wir alle Sprachverderbnisse auf die Jugend zurückführen können. Niemand weiß so genau, wie weit die Jugend reicht und wo sie hinführt. Und tatsächlich, wie sie Sprache benutzt. Unter LinguistInnen ist es tatsächlich so, dass wir die Jugendsprache als eine Durchgangsvarietät beschreiben, die im Wesentlichen die Funktion hat, sich von Erwachsenen oder älteren Menschen abzugrenzen und deswegen immer in Opposition zu geltenden Konventionen stehen muss. Um sich das zu erarbeiten, möchte ich Ihnen empfehlen, von Niels Barlow und anderen Jugendsprache eine Einführung, also in Dresden steht es bereits in der Bibliothek. Nutzen Sie das bitte unbedingt zur Vorbereitung auf Prüfungen genau zu diesem Themenspektrum. Das Ganze ist sehr übersichtlich gestaltet mit ansprechenden aktuellen Beispielen. Es gibt Marginalienausweisungen, Literaturhinweise, Online-Material, sodass Sie sich hier wirklich an einer kompakten Einführung auf den aktuellen Stand bringen können. Erschienen ist das Ganze als Lehrbuch bei Metzler in Stuttgart. Und jetzt, kurz bevor die Staatsexamina anstehen, möchte ich wirklich eine Lanze ausgerechnet für diese Einführung brechen. Hier nochmal in Großformat. Also überlegen Sie sich eine Anschaffung oder wie Sie sonst möglichst günstig an diese Publikation herankommen, ist eine echte Empfehlung fürs Studium. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Freude bei dem nun beginnenden Wintersemester und möglicherweise können Sie mit diesem ganz konkreten Tipp schon in den nächsten Wochen etwas sehr Konkretes anfangen. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal, Ihr Alexander Lasch.